Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mal wieder bei DM bestellt. Das habe ich euch bei Instagram schon ein bisschen so in Fotos gezeigt. Warum ich bei DM bestellt habe, liegt einfach daran, dass wir keinen DM haben. Und ich habe mir dann immer, also ich habe halt bestimmte Produkte, die ich immer benutze, die halt von DM sind. Und das habe ich mir halt immer dann von Freunden oder Familie mitbringen lassen. Und jetzt habe ich mir halt immer angewöhnt, das zu bestellen und dann immer Backups da zu haben. Und ich musste meine Backups wieder auffüllen. Und habe deswegen so ein bisschen was für mich gekauft, aber auch einiges fürs Baby, was man so als Erstausstattung da haben sollte. oder was ich einfach da haben möchte. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Und wir starten auch mit den Sachen fürs Baby. Und es gibt einfach so Sachen, die habe ich bei Vince für mich lieben gelernt. Und ich habe dann auch nicht weiter rumprobiert, wenn ich halt mit einem Produkt aus einer bestimmten Sparte zufrieden war, bin ich dabei geblieben. Und das werde ich auch jetzt beim zweiten Kind einfach fortführen. Deswegen gibt es von Penatenbaby die Wundschutzcreme. Ich habe so ein Döschen auch noch für Vince. So, vielleicht noch so halb voll. Das bleibt halt seins. Und das ist jetzt das fürs Baby. Wie gesagt, die habe ich lieben gelernt und da kam nie wieder ein anderer ins Haus. Dann nochmal von Penatenbaby das Gute-Nacht-Bad. Entspannt mit Natural Calm Aroma hilft Babys besser zu schlafen. Und das hat so, so gut gerochen. Mittlerweile habe ich das nicht mehr für Vince. Einfach, weil er jetzt in der großen Badewanne badet und dass man dann einfach auch mehr Badezusatz benutzt und dann wird es zu teuer. Deswegen habe ich mich gefreut, das jetzt wieder fürs Baby kaufen zu können. Und das Pflegeöl, das ist von Baby Love. Das ist ja die DM-Marke. Und das habe ich auch. Da habe ich ein paar bei Vince ausprobiert und das war auch das, wo ich dann so hängen geblieben bin. Eins der günstigeren, aber ich habe es sehr geliebt. Ich habe das auch immer noch für Vince, aber ich brauchte halt dann jetzt auch eins fürs Baby. Und das ist mit Mandelöl, Bio-Kamillenextrakt ohne Paraffinöl für sanfte Haut. Und ich mag das sehr, sehr gerne. Also ich kann euch das wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen, wenn ihr da noch was Gutes sucht. Ja, und ich werde auch dabei bleiben. Ich werde immer das hier nachkaufen. Dann habe ich einmal Schnuller gekauft und lasst euch nicht irritieren, sie sind blau. Aber das war völlig ohne Grund gekauft. Das war nicht. Soll ich das erklären? Also, ich muss von vorne anfangen. Vince war sehr speziell, was Schnuller anbelangte. Er hat nur die von Philips Avent genommen. Wirklich ausschließlich. Er hat nie Marm genommen oder irgendwas anderes. Und deswegen wollte ich unbedingt für das Baby halt zwei Schnuller von Philips Avent für die ersten Tage da haben. Man bekommt sowieso dann welche geschenkt und da kann ich dann ausprobieren, ob es auch andere Schnuller nimmt. Aber ich wollte halt unbedingt welche von Philips Avent. Und da war die Auswahl sehr beschränkt bei DM im Online-Shop. Und ich wollte halt auf keinen Fall rosane nehmen. Wenn es ein Junge wird, wäre das echt blöd. Und deswegen dachte ich, blau und türkis ist absolut okay. Und das sind jetzt die von 0 bis 2 Monaten. Und da ist ja immer so eine Box immer auch gleich dabei. Also ja, Philips Avent hat mir bei Vince sehr, sehr gut gefallen. Hatte ich bis zum Schluss diese Marke für ihn und werde ich auch beim Baby weiterhin so benutzen. Dann habe ich mir schon mal bestellt. Hatte ich bei Vince auch nicht, deswegen wollte ich es unbedingt. So ein Milchpulver-Portionierer. Eigentlich hatte ich den von Mom im Blick, aber ich dachte, der von Baby Love tut es absolut auch. Der ist halt so dreifarbig, auch geschlechtsunabhängig. Und da kann man sich halt jeweils dann schon, wie man es braucht, das Milchpulver einfüllen, weil bei Vince bin ich ohne Mist mit der großen Packung immer losgerannt. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr viel praktischer. Und ich habe mir auch einmal Milch gekauft. Baby Vita war auch sowas, es ist eine recht günstige Marke. Da bin ich auch bei Vince am Ende hängen geblieben. Bei ihm habe ich auch viel, viel ausprobiert, auch die teuren Marken. Und ja, diese Prä-HA-Nahrung und Bums-Gedöns, ich bin da einfach nicht so. Vince hat es nicht gebraucht. Ich habe keinen Unterschied zu den günstigeren Marken gesehen. Und deswegen habe ich jetzt von Baby Vita die Anfangsmilch genommen von Geburt an. Es ist ja nun so. Bei Vince hatte ich nun einfach null Milch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch beim zweiten Kind keine Milch haben werde, liegt bei nahezu 100%. Trotzdem bin ich natürlich der Stillsache offen gegenüber, weil es wäre auch schön, es mal auszuprobieren. Und klar wäre es toll, wenn es klappt. Aber ich möchte halt nicht unvorbereitet sein. Am Ende kommen wir aus dem Krankenhaus, es ist ein Sonntag und ich habe kein Milchpulver zu Hause. Und deswegen wollte ich das gerne einfach schon mal da haben. Dass, wenn dann irgendwas ist, dass ich halt einfach Milchpulver da habe, mir darüber keine Gedanken machen muss. Jetzt habe ich noch Zeit, darüber nachzudenken.
Dann habe ich ganz andere Sachen im Kopf, als mir darüber Gedanken zu machen, ob ich Milchpulver im Haus habe. Und dann habe ich noch Windeln und Feuchttücher bestellt. Bei Windeln ist es nun auch so, dass ich niemand bin, der nur Pampers benutzt oder so. Bei mir tun es auch die billigen Marken, also Baby Love oder auch Baby Dream beispielsweise von Rossmann. Aber eigentlich hole ich ja dann bei diesen, wie heißt das, Windellieferant, glaube ich. Da kommt dann einmal im Monat so ein großer LKW und dann bekommt man die Windeln recht günstig in so riesen Kartons. Da sind mehrere hundert Stück in einem Karton. Und das hat bei mir dann immer so für 2-3 Monate gereicht. Und da musste ich halt nicht ständig los und neue Windeln holen. Ich fand das mega, mega praktisch. Und das werde ich auch beim Baby jetzt wieder so machen. Jetzt haben wir ja monatelang keine Windeln gebraucht für Vince. Werde ich das dann auch wieder so machen, dass ich bei diesem, da einmal im Monat halt mehrere Kartons Windeln hole. Aber ich wollte halt für den Anfang einfach was da haben. Man bekommt ja zur Geburt sowieso auch welche geschenkt. Zum Beispiel in Form von Windeltorten. Und ich habe jetzt 3-mal genommen von Baby Love die Größe 1. Da sind jeweils drin 28 Stück. Das reicht erstmal für eine Weile und da können wir dann, weil er kommt halt nur einmal im Monat, dieser Windellieferant. Und ich wollte mir jetzt nicht schon einen Monat vor der Geburt 3 Kartons Windeln hinstellen. Und da habe ich die jetzt erstmal da und wenn er dann das nächste Mal da ist, im April dann ja wahrscheinlich, kann ich mir dann da die Windeln wiederholen. Und Feuchttücher habe ich auch von Penaten genommen. Die kaufe ich auch immer noch für Vince. Ich kaufe nur ganz, ganz selten irgendwelche anderen. Dann liegt es daran, dass die von Penaten vergriffen sind. Und das sind jetzt hier die ultrasensitiven, parfümfrei, sind 4x56 Stück. Und wie gesagt, die hole ich immer. Also bei Vince schon immer geholt und das werde ich auch jetzt einfach nicht ändern. Warum auch? Das waren, wie gesagt, die Sachen, die ich fürs Baby bestellt habe. Und dann habe ich noch was für mich mitbestellt. Zum einen, wie gesagt, Backups auffüllen und dann habe ich noch so ein paar andere Sachen entdeckt. Backup auffüllen ist zum Beispiel diese Creme hier, die benutze ich gerade aktuell und ich liebe sie sehr. Ich kann sie euch sehr empfehlen, wenn ihr was Naturkosmetik-mäßig sucht, was eure Haut halt nicht irgendwie angreift. Es ist sehr, sehr leicht. Ich kann mir das auch mega gut im Sommer vorstellen. Das ist von Alverde, die Aqua 24 Stunden Balance Creme Gel Meeresalge für normale und Mischhaut. Also die musste ich mir nachbestellen, weil die halt wirklich so gut ist und die macht die Haut so sanft und für den Sommer ist das, glaube ich, richtig, richtig toll. Und dann habe ich entdeckt und wollte ich gerne ausprobieren, auch von Alverde, die ultrasensitive Pflegecreme ohne Parfüm, Farbstoffe und Konservierungsstoffe. Also wenn ich das, was ich halt gerade in Benutzung habe, aufgebraucht habe, werde ich das mal ausprobieren und dann ist es ja fast Sommer wahrscheinlich und dann die hier wieder benutzen. Dann habe ich mir ein paar Masken mitbestellt. Ich bin eher jemand, der Peelings macht und selten eine Maske aufträgt, aber ab und zu mache ich es halt auch mal ganz gern und die wären ja nicht schlecht. Und da habe ich von Balea genommen die Peel-Off-Maske, klärt das Hautbild und pflegt mit Hamamelis, tiefenreinigend für Mischhaut. Dann einmal Heilerde von Luvos, das habe ich mal gesehen bei Family Book, die hat die benutzt. Die ist vegan. Und Heilerde soll ja sehr, 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 sehr gut für die Haut sein. Intensive Reinigung, sanftes Peeling und wertvolle Pflege von fettiger Haut und Mischhaut bei Pickeln, Pusteln und Mitessern. Dann nochmal was von Balea, die Totes Meer-Maske. Beugt Unreinheiten vor mit Totes Meer-Schlamm, klärend für unreine Haut. Dann nochmal Balea, eine reinigende Maske, klärt die Haut mit weißer Tonerde und Zink. Poren verfeinert für jede Haut. Und noch eine von Schebens, eine reinigende Maske, auch Poren verfeinert, beugt Unreinheiten vor, reduziert Hautglanz. Genau, die reichen bei mir aber ewig, weil da sind ja meistens 2 drin und wie gesagt, so oft benutze ich Masken dann doch nicht. Dann war übrigens so eine kleine Dontodent Zahncreme dabei, als Dankeschön für meine Bestellung. Dann habe ich noch ein paar Backup-Sachen bestellt. Wie gesagt, Backup-Sachen, die ich nur bei DM bekomme. Das ist mein Peeling, was ich schon ewig, seit Jahren, nur noch das benutze. Ist auch von Alverde. Peeling, Aprikose, Calendula, reinigt sanft für jeden Hauttyp. Wie gesagt, ich habe einiges ausprobiert und das hat mir einfach am besten gefallen. Da bin ich dabei geblieben und das muss halt immer als Backup zu Hause sein. Und dann benutze ich ja auch seit Jahren von Alverde den Concealer. Mit dem bin ich zufrieden. Ich habe nie wieder einen anderen benutzt. Ich benutze immer die Farbe 01 Natural und da bestelle ich mir immer 3, weil ja, Concealer geht schnell alle. Und da habe ich mir wieder 3 fürs
Backup bestellt. Und dann brauchte ich sowieso noch so ein paar Kleinigkeiten. Und da dachte ich, muss ich nicht in Rossmann fahren, kann ich die bei DM gleich mitbestellen. Und zwar brauchte ich einen neuen Deo-Roller. Und da bin ich so flexibel. Also da probiere ich immer mal gern was Neues aus. Es muss allerdings ein Naturkosmetikprodukt sein. Und jetzt probiere ich mal den von Alverde aus. Den Sensitiv Deo Roll-On Dry mit Aloe Vera Reis schützt empfindliche Haut. 24 Stunden Wirkung. Weil ich bin weggekommen von Deos. Ich mag das einfach nicht und bin jetzt auf Deo-Roller einfach so umgestiegen. Vielleicht ändert sich das in ein paar Jahren nochmal. Im Moment mag ich Deo-Roller ganz gern. Dann meinen liebsten Eyeliner. Und zwar ist das von Manhattan, der Eyemazing in Schwarz. Ich habe ihn auch in Braun und ich habe ihn auch in Grün und das ist so der beste. Lässt sich total gut auftragen, also ist halt so ein Stift, ne, mit so einer tollen Spitze. Und den kaufe ich mir immer nach und mein Schwarz ging jetzt alle und da dachte ich, bestelle halt gleich einen neuen Schwarzen mit. Und dann bei Nagellacken bin ich ja auch so, ich kaufe zum Beispiel keine Billig-Nagellacke von Essence oder so, aber ich kaufe jetzt auch nicht die mega teuren von Sally Hansen oder Essie oder so. Aber sie müssen bei mir schon ein paar Tage halten. Und da bin ich so auf einer Schiene hängen geblieben von Maybelline. Die gefallen mir recht gut. Und da habe ich mal geguckt, was es so für neue Farben gibt, die ich noch nicht habe. Und habe halt die beiden hier mitbestellt. Das ist zum einen die Farbe. Wie heißt du denn? Ah, hier oben. Die 170, das ist Flamingo Pink. Fand ich ganz süß. Und das ist ein rötlicher, und zwar ist das die 08 Passionate Red. Genau, ich bin niemand, der gelb, grün, blau auf den Nägeln trägt. Höchstens mal im Sommer und dann auch eher auf den Fußnägeln. Ich habe immer so irgendeinen Rotton. Sei es jetzt so ein bisschen rosa oder richtiges Rot oder so ein richtiges Dunkelrot, was fast schon schwarz ist. Ja, und das sind halt meine beiden neuen. So was hatte ich noch nicht in die Richtung. Und ich freue mich schon sehr darauf, die auszuprobieren können. Und ich habe gerade im Licht der Softbox gesehen, dass das hier so einen ganz leichten blauen Schimmer hat, wenn es richtig ins Licht fällt. Und da bin ich schon sehr gespannt. Und die halten bei mir wirklich so 5 Tage auf jeden Fall. Und weil ich bin dann auch kein Mensch, ich meine, ich wasche mit meinen Händen ab. Ich habe ein Kind, die Nägel stoßen auch mal irgendwo an und dann platzt es natürlich mal ab. Aber es sollte schon so seine 3-4 Tage halten. Und das tut es mit den Nagellacken eigentlich. Und dann bleibe ich auch bei dieser Marke, wenn ich weiß, dass es da funktioniert. Aber auch nur, wenn sie nicht ganz so lange standen. Also ich musste jetzt einige Lacke aussortieren, die ich jetzt so ein Jahr, anderthalb hatte. Die hielten dann halt nur noch so 3 Tage. Die habe ich dann einfach durch neue ersetzt. Und dann ja, kann ich es wieder länger drauf lassen. Genau, das war alles, was ich bei DM bestellt habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. So oft gibt es ja Kosmetik-Hauls bei mir einfach nicht, weil ich gehe immer, wenn ich etwas brauche und dann hole ich das, was ich brauche. Und dann hole ich nicht noch das und das und das und das und das, weil es mir halt gut gefällt, sondern ich hole das, was ich brauche. Ich bin auch nicht mehr so, das hatte ich früher mal, ich hatte 10.000 Shampoos und Duschgele und Deo-Sprays und so, das habe ich alles nicht mehr. Ich habe eins, was ich benutze und dann vielleicht noch eins schon noch im Backup. Aber das war es dann auch, ich habe nicht 10.000 Stück rumstehen. Wahrscheinlich sehr frauenuntypisch, aber für mich einfach praktischer. Ich habe gar nicht so viel Platz, das überall dann aufzubewahren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!